Hallo Netz und herzlich willkommen zu meinem Unboxing des Siyung Gimbals, des Wiebel Lab Gimbals. Ein sehr innovatives Gimbal, was ich euch gleich mal kurz im Ersteindruck auch zeigen werde. Hat viele geile Funktionen, die halt andere Gimbals nicht haben. Gucken wir uns gleich mal im Detail an, aber gucken wir uns erstmal den Karton an. Hier haben wir erstmal aufgelistet, was wir alles im Verpackungsinhalt inkludiert haben. Wie es scheint, haben wir auch gleich einen Koffer dabei. Das wäre natürlich richtig mega. Und was wir wohl auch haben, ist, dass wir das Bild auf ein Smartphone übertragen können mit dem Gimbal. Also da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert, wie latenzfrei das Ganze ist oder wie sich das abbildet. Bin ich sehr gespannt. Das ganze Setup, also das ganze Gimbal, soll natürlich ohne Kamera so groß wie ein Blatt DIN A4 sein, aber ganz viele Möglichkeiten haben, was ich euch gleich mal versuche zu zeigen. Okay, dann gucken wir mal rein. Ich glaube, ich brauche eine Schere. Hat er eine Schere? Nö, aber einen Schraubendreher, sagt er. So. Ja, Siyung baut einige Gimbals auch für Smartphones. Die habe ich schon getestet. Findet ihr unter meinen Videos. Baut also nicht seit gestern Gimbals, sondern hat alles ein bisschen Hand und Fuß, behaupte ich mal zu sagen. So, holen wir mal raus. Tatsächlich, da ist ein Koffer mit bei, was wir bei anderen Gimbals leider nicht haben, wie zum Beispiel, was ich auch getestet habe, dem Mozza R2, sehr schönes Gimbal, aber leider ohnelei Koffer. Das ist cool, Polter die Polter meine ich. Seitlich haben wir zum Entsichern zwei Tasten, die entsichere ich jetzt mal, sehen wir auch an den Aufklebern, cool. Ich will nicht sagen idiotensicher, aber so, und da haben wir jetzt das Gimbal mit dem ganzen Zubehör. Gucken wir mal, wow, was wir da alles drin haben. 18650 Lithium-Ionen-Akkus haben wir hier drin mit einer Kapazität von 2500 mAh. Dann haben wir dieses komische, ich weiß noch nicht, was es ist. Sieht aus, als kommt das auf das Gimbal aufgesteckt. Also hier haben wir eine Führung drin. Muss ich mir aber leider genauer angucken. Und natürlich die Platte, wo die Kamera drauf kommt und schon befestigt. Für etwas größere Objektive kennt ihr vielleicht eine Halterung. Das heißt, ihr könnt das Objektiv dann hier raufsetzen, dass, wenn das ziemlich groß ist, halt auch perfekt abgestützt ist. Das Ladegerät für die 18650 Akkus mit USB-C. Wäre schön gewesen, aber nur Micro-USB, okay, ist jetzt kein Beinbruch. Viele Leute haben ja auch oft schon von Taschenlampen und etc. schon selbst Ladegeräte, die sie nutzen können, um diese Lithium-Ionen-Akkus zu laden. Dann haben wir hier ein Stativ, ein Dreipod, ein Dreibein. Das ist hier auch gummiert. Das ist sehr cool. Das zeige ich euch dann gleich mal ganz kurz, dass wenn ihr das mit als Griff benutzt und das Gimbal führt, ist es natürlich super, wenn das hier gummiert ist, damit ihr natürlich einen besseren Grip habt. Was haben wir hier? Das braucht kein Mensch. Hier haben wir jetzt alle möglichen Kabel drin. Ich sehe gerade, das ist super cool. Das sind alles Flachkabel, ihr seht das vielleicht. Die sind sehr flach, so dass sie natürlich sehr platzsparend sind. Sehr flexibel. Wir haben hier verschiedenste, wahrscheinlich für die unterschiedlichsten Kameras. Natürlich Nikon, Canon, dann natürlich Panasonic-Serie und wahrscheinlich auch natürlich die Sony-Serie. USB-C sehe ich hier auch gerade. Und noch Ersatzschrauben für die Stativplatte. Alles schön in diesem kleinen Päckchen eingepackt. Für unterwegs mit den kleinen Levels-Zeichen, nee, doch nicht. cool gelöst. So, und hier kommen wir jetzt mal zu dem Gimbal selber. Fühlt sich sehr gut an, ist leicht matt. Hier vorne gummiert, wo man das festhält. Hier auf der Unterseite habt ihr ein Infodisplay, wo euch verschiedenste Werte angezeigt werden. Ich denke auch, dass ihr Werte wie Belichtung dort einstellen könnt, den ISO-Wert etc. Das ist ganz cool, dass hier ein Log-Modus mit einer Taste aktiviert werden kann. Das hilft euch, ihr müsst dann nicht ins Menü gehen oder sowas, sondern könnt direkt hier das Gimbal zum Beispiel blockieren. Go-Taste, habe ich noch keine Ahnung, was die macht. Und hier ein Pistolengriff, sage ich immer, vorne noch eine Taste zum Arretieren wahrscheinlich und Co. Natürlich gibt es auch einen Follow-Fokus für dieses Gimbal, liegt so um die 100 Euro, werde ich mir wahrscheinlich auch noch zulegen, so dass ihr dann den Fokus der Kamera, wenn ihr etwas
Kameras mit schlechtem Fokus habt, wie die Panasonic-Serie, nicht böse sein, liebe Panasonic. Aber euer Fokus ist leider nicht so perfekt bei Sony-Geräten. Da könnt ihr dann den Fokus oder auch halt den Zoom dann über einen Motor einstellen, über das Gimbal, ne, dass ihr dann das Gimbal führt und hier den Fokuspunkt verändert. Was ich sehr cool finde, hier seht ihr rote Fähnchen, rote kleine Schalter. Die arretieren das Gimbal so, dass es jetzt nicht weg kann. Ne, habt ihr hier bei zwei Achsen und bei der dritten gibt es das... Auch, hier. Also alle drei Achsen könnt ihr arretieren. Das kenne ich so von Gimbals nicht. Das Mozza R2 kann eine Achse stabilisieren oder beziehungsweise hier arretieren. Aber alle drei Achsen kenne ich so nicht. Was ich jetzt auch schon mal sehr gut finde, hier schlägt nichts dran. Da haben sie jetzt extra Schaumstoff zwischengepackt, dass der Lack da nicht kaputt geht. Bei manchen Gimbals ist es leider schon, dass ihr die schon halb angedengelt bekommt. Das finde ich jetzt schon mal sehr cool. Kommen wir einmal nochmal zu den Möglichkeiten des Gimbals. Ihr könnt zum einen hier den mitgelieferten Tripod anbringen. Dann habt ihr eine größere Hebelwirkung. Könnt natürlich das Gimbal auch abstellen, wenn ihr den Tripod aufmacht. Aber was ihr auch machen könnt, ist dieses hier zu befestigen und dann für Sportaufnahmen beim Skaten oder so, dann könnt ihr das Gimbal dann so führen, wenn man es natürlich festmacht, na, dann könnt ihr das so über den Boden führen und das ist wirklich cool und das Ganze ist sehr kompakt. Die Batterien kommen hier an diese Oberlippe, die hier so übersteht. Auf die Unterseite, geht nicht ganz so leicht, ist aber auch okay, soll ja nicht aus Versehen sich öffnen. Na, hier kommt natürlich der Minuspol hin, oben der Pluspol, ganz easy going. Hat nur zwei Akkus, nicht wie die großen Geschwister. Vier Akkus, natürlich auch schwerer. Nein, also hier habt ihr wirklich nur zwei 18650 Akkus. Dadurch ist natürlich das Gimbal auch wesentlich leichter. USB-C-Anschluss, sehr gut. Ob man die Akkus da drin laden kann über den Anschluss, das wird sich noch zeigen. Aber wahrscheinlich könnt ihr dort Updates machen. Muss ich aber alles dann noch eruieren, noch rausbekommen. Da sind wir jetzt noch ganz am Anfang. Was, wie gesagt, auch besonders ist bei diesem Siyung Gimbal, dem Vibil Lab, ist, dass ihr hier eine Videoübermittlung drin eingebaut habt, im Fuß quasi. Das bedeutet, dass ihr hier ein Smartphone ansetzen könnt und dann habt ihr das Live-Bild auf dem Smartphone und ihr braucht halt keine extra WLAN-Verbindung oder sowas. Das läuft alles über den Fuß der Kamera. Da müssen wir dann aber mal gucken, wie das im Detail abläuft. Aha! Jetzt habe ich das auch mit einer Arretierung kapiert. Hier ist ein Sicherungsstift, dass wenn ihr den Griff oder den Tripod hier montiert auf der Oberseite und ihr das haltet euch nicht, wie ihr es gerade seht, wegdreht, sondern jetzt könnt ihr das, ich zeige euch das nochmal, arretieren. Und jetzt ist dieser Griff tatsächlich fest. Eine coole Geschichte. Runterziehen und dann könnt ihr wieder ablösen. Cool, gefällt mir. Like! Okay, kommen wir zu meiner Zusammenfassung, sofern man das natürlich Zusammenfassung nennen kann bei einem Unboxing. Was finde ich gut, was finde ich schlecht? Super cool finde ich, dass ich viele Möglichkeiten habe, das Gimbal zu führen und dadurch neue Möglichkeiten beim Film habe, ohne teures Zubehör kaufen zu müssen. Teures Zubehör, bisschen blöd finde ich, dass wenn ich hier diese Videoübermittlung habe, aufs Smartphone ich keinerlei Smartphone-Halterung dabei habe. Das finde ich ein bisschen negativ. Dann natürlich ist es hier aus Plastik, aber es ist halt auch ein Einsteiger-Gimbal, nicht vergessen. Und was man, wenn man wirklich Klagen auf hohem Niveau möchte, finde ich es ein bisschen suboptimal, dass wir hier noch den alten Standard haben, USB, Micro-USB natürlich. Das ist so ein bisschen negativ. Ansonsten gibt es hier nichts groß zu meckern. Das Tripod fühlt sich wirklich gut an, ist gummiert, um uns mehr Halt zu geben, finde ich sehr gut. Ein bisschen durchdacht ist natürlich auch hier dieser Haltungsstift. Da hat Siyung wirklich mal mitgedacht und was Vernünftiges auf den Markt gebracht. Alles andere wird sich jetzt bei meinen Tests zeigen. Solltet ihr Fragen zu dem Gimbal haben, zur Anwendung, was auch immer, stehe ich euch gern jederzeit zur Verfügung. Ich danke euch und auf Wiedersehen.